Jetzt habe ich hier keine SIM-Karte, kein Internet, kein Geld, kein Hotel und keine Ahnung. Geile Kombination. Hier haben wir also so einen kleinen Mini-Supermarkt am Eingang mit deutschem Bier, Standard 5.0. Alles okay, aber ich will das Pura wieder, ich will das echte Leben. Es wird hier echt immer härter. Dominikanische Republik, Reiseland Nummer 77. Wetter ist nicht das Beste. Ja, schon ganz lustig mit den Bambushütten hier am Flughafen. Der Bus, deutsche Wertarbeit, kommt mal so mega reibisch vor. Das ist doch echt mal ein schöner Flughafen. Da denkst du schon, du bist in so einem Resort. Trommeln die hier auch noch rum? Ja, die trommeln rum. Begrüßungskomitee. Willkommen in der Karibik. Und los geht's zum Hotel. Erklären wir doch mal, wer sich hier die Buchung canceln lässt. Taxifahrt sind jetzt so knapp 17 Euro. Schauen wir mal, was Land 77 zu bieten hat. Das wird hier echt immer härter. Das Taxi vom Flughafen gerade, ich wollte mir eines über... Wollte mir ein Uber am Flughafen ziehen und spricht mich einer an, die halten nur draußen. Ich sage, ich weiß, das ist immer so. Und komm, ich gebe dir denselben Preis wie Uber. Ja komm, denselben Preis plus 10% aufgerundet. Sag, komm, machen wir. Muss ich ja nicht rumrennen. Ne? Ich müsste aber noch Geld ziehen. Ja, da ist ein Automat. Und du hast ja Wechselgeld. Kannst auch einen Tausender rausgeben. Ne? Also Tausender sind 15 Euro. Ja, kann ich. Ne? Wir fahren hier hin. Will der auf einmal nicht die 1.200, will er 2.000 haben? Nein. So, das sieht doch schon mal richtig hübsch aus hier. Ja, der laut geworden und der ist auch groß. Wenn ich 1,90 bin, ist der bestimmt 1,95. Hat mich da fast mit dem geprügelt. Ne? Ich sag, nee, zahle ich nicht. Mein Gepäck genommen, ausgestiegen und sag, leck mich doch da, ne? Ja. Habe ich meinen 1.000 an der Rezeption gewechselt, Ola, und ihm dann immerhin 1,5 gegeben, weil sie keine kleinen Scheine hatten. Und dann geht's weiter. Die hatten ja hier von Booking geschrieben, dass die mein Apartment gecancelt hätten. Und ich sage, ich komme trotzdem. Ihr könnt einen anderen canceln. Ich bin da. Da stellt sich heraus, das gibt es überhaupt nicht. Das ist ein Fake-Angebot bei Booking.com. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist ein Land hier. Ja, dann spreche ich also mit dem wirklichen Inhaber, ein Italiener, seit 31 Jahren hier hat er das Ressort hier und er sagt, ja, da sind Leute, die benutzen unsere Angebote, also unsere Fotos, die machen eigene Angebote, die verkaufen das. Letztes Mal Ostern, da hätte er 12 Leute gehabt, die haben da auf dem Boden geschlafen, weil diese Leute, die haben hier wohl 30 Häuser, aber verkaufen Tausende von Zimmer in der Hoffnung, dass das jemand mit Vorkasse bezahlt. Was ist denn hier los? Jetzt bin ich in dem Land kaum eine Stunde, aber nur Stress. Ja, ich habe jetzt hier den vollen Preis bezahlt. Das sind jetzt 70 Dollar. Der Preis bei Booking, das war 110 Euro für 3 Nächte. Also ja ungefähr die Hälfte, was sie da angeboten haben. Krasser Scheiße. Hemden und Mama Joana. Was ist denn Mama Joana? Alle Kinos von Souvenirs?
Und da ist die Flamingo Bar. Oh, na dann. Haben wir also so einen kleinen Mini-Supermarkt am Eingang mit deutschem Bier, Standard 5.0. Musste ich Ihnen erstmal sagen, was das für eine Flower ist. Und sowas nennt man dann eine Gated Community. Gibt es dann hier in allen Latino-Ländern. Und drinnen ist das dann alles so, na, ich sag mal, super künstlich. Ne? Nicht die Art, wie ich leben möchte. Natürlich auch alles teurer. Im Supermercado, die Restaurants, Grundstücke und Häuser sowieso. Kann man machen. Vom Sicherheitslevel gut, ne? So wie er hier, privater Sicherheitsdienst. Alles okay, aber ich will das Pura wieder, ich will das echte Leben. Mein erstes Frühstück in der Domrep. Nennen wir es ein Traum in Braun. Da bestellt man schon doppeltes Frühstück, Avocado-Toast und hier Ei mit Obst. Trotzdem wirst du nicht satt. Das ist jetzt ein 20-Euro-Menü gewesen. Ich habe ja nichts gegen die Preise, aber ich fände es fair, dass man für so ein Geld auch mal satt wird. Ne? Buenos dias! Da fragt der Kellner mich auch noch, ne? Wie findest du unser Land? Du, was soll ich sagen? Ne? Ich hätte einen Taxifahrer fast verprügelt, ihr habt mich mit dem Hotel verarscht, ich werde hier grundsätzlich nicht satt. Schönen Strand habt ihr. Ja, kannst du ja auch nicht sagen, ne? Bin ein großer Freund von Ehrlichkeit, aber manchmal ist es dann eben doch geboten, so ein bisschen das zu sagen, was sie hören wollen. Die sagen, ja, hab ja bisher nicht viel gesehen. Ich habe einen Flughafen gesehen und einen Strand. Und im direkten Vergleich fand ich den Strand schöner als den Flughafen. Aber bin da noch eine Woche hier, mal gucken, was mich hier noch erwartet, habe ich gesagt. Ne? Das fand er gut, das wollte er so hören. Also, 1000 Peso in der Domrep entsprechen 15 Euro. Also hier so eine vegetarische Käse- und Pfefferpasta, 15 Euro. Wir nehmen es zur Kenntnis. Preise nicht eingeschlossen, 10% Trinkgeld und 18% Mehrwertsteuer. Also nochmal 30% drauf jedes Mal. Heißt also hier, so ein Fläschchen Wein kostet dann nicht 16,50 Euro, das kostet dann ja, 25. Ist alles okay, nur ja, die schreiben es dir auch dazu. Aber und wieder so eine Kinderportion für 15 Euro plus 30%. Ja. Man zahlt für einen Ausblick mit, ne?